Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Hinter den Kulissen der Salzburg AG aus dem wunderschönen Pongau, genauer gesagt aus St. Johann im Pongau. Und heute dreht sich bei uns alles um Tourismus und Internet. Und was diese beiden Dinge gemeinsam haben, das schauen wir uns jetzt etwas genauer an. Markus macht sich als erstes auf den Weg zu Geschäftsstellenleiter Günther Ecker. Du, herzlichen Dank, dass du uns begrüßt hier in St. Johann im Pongau in der Geschäftsstelle der Salzburg AG und der Salzburg Netz GmbH. Ich habe schon erwähnt, Internet und Tourismus gehören ein bisschen zusammen. Warum eigentlich? Wir sind da drinnen ein Tourismusgebiet, also mit Schwerpunkt Tourismus, Hotellerie. Und speziell in diesem Segment ist natürlich Internet ein Riesenthema. Du kannst dich erinnern, Markus, wenn heute eincheckt wird in Hotels, dann ist eine der ersten Fragen immer, ob es ein gescheites Internet ist und wo ist WLAN-Passwort. Genau. Das sind die ersten Fragen und diese Betriebe, da braucht man gescheite Bandbreiten. Das sind Hotels mit Betten, über 400 Betten teilweise, und da wird gleichzeitig gesurft, gestreamt, Fotos hochgeladen und verschickt, und sozusagen da ist ein Riesenbedarf sozusagen für die Hotellerie, dass das Internet auch funktioniert. Ähnlich wird es ja wahrscheinlich auch bei den Bergbahnen sein, schätzen wir. Bergbahnen, dasselbe Thema, also die Leute gehen Skifahren, ein schönes Wetter, die Leute machen Fotos, machen Filme, und das möchten sie natürlich mit Freunden teilen, dann fahren sie zu einer Skihütte und da wird das Ganze dann an die Freunde verschickt, an die Familie verschickt, und für solche Zwecke braucht natürlich ein leistungsfähiges Internet, und da sind wir Gott sei Dank in der glücklichen Situation und Lage, dass wir als Salzburg AG das auch liefern können. Es dreht sich aber nicht nur alles ums Internet hier in St. Johann im Pongau, sondern auch um Fernwärme, auch ein Produkt der Salzburg AG und der Salzburg Netz GmbH. Ja, wir betreiben als Salzburg AG auch in Radstadt und Altenmarkt Fernwärmeheizwerke. Das in Altenmarkt ist ein Tochterunternehmen, das wir gemeinsam mit örtlichen Beteiligten sozusagen gemeinsam betreiben, und Altenmarkt ist sozusagen auch die Besonderheit. Das ist nicht nur ein Heizwerk, wo man Wärme erzeugt, sondern da wird auch Strom aus Biomasse erzeugt. Dann bin ich richtig gespannt, wie ich jetzt einen Vertrag kriege. Fernwärme und Internet, wahrscheinlich aus dem Infopoint, oder? Dann schauen wir uns den Infopoint an. Ist einmalig in der Geschäftsstelle St. Johann. Als erste Geschäftsstelle haben wir das eingeführt. Wird heuer noch nachgezogen in Golding und in Burgtroben. Ich würde sagen, das schauen wir uns an. Wunderbar. Gehen wir. Der Infopoint ist direkt vor der Geschäftsstelle. Er wurde letztes Jahr eröffnet und bietet Kunden eine perfekte Anlaufstelle. Du Petra, sag einmal, was macht sie jetzt da im Infopoint St. Johann ganz genau? Also wir servicieren unsere Kunden, wenn sie irgendwelche Rechnungsauskünfte haben oder wenn sie jetzt umziehen, dann machen wir die Aus- und Einzüge, Teilbetragsänderungen. Genau. Und wenn sie mal Störung haben, auch beim KTV und Internet, dann leiten wir es an die Techniker weiter und die kümmern sich ums Problem. Also ihr seid so richtig cool drauf und die schnellen vor allem, ja? Ja, natürlich. Du, sag einmal, also alles, was sich um Internet dreht, das passiert da herinnen. Mhm. Und alles, was sich um den Kunden dreht, natürlich auch. Und man kann natürlich auch wunderbare Goodies kaufen, zum Beispiel so Sticker, Bundeln, Schlüsselanhänger oder einen Knips bei dem Wetter. Ja, genau, den braucht man. Bei dem Wetter auf jeden Fall. Bei dem Wetter auf alle Fälle. Ja. Es dreht sich aber auch sehr viel um Internet. Welche Produkte habt ihr da? Genau, da haben wir also unser normales Cablelink für die Privatkunden oder die, was sie ein bisschen schneller haben wollen. Da gibt es dann auch das Fiber to the Home. Und weil du gerade Fiber to the Home gesagt hast, wir schauen uns jetzt eine Baustelle an, wo gerade dieses Produkt Fiber to the Home installiert wird. Mit einem Knirps vom Infopoint bewaffnet, macht sich Markus auf den Weg zur Baustelle in den Marshallweg, unweit vom St. Johanner Dom. Dort findet er viele Kabel und Manfred Oberhofer. Servus Manfred, grüß dich. Du, wo sind wir jetzt ganz genau? Ja, Markus, grüß dich. Wir sind da in St. Johann im Ortsteil Marshall, vor dem zentralen FTTH-Standort. Und was heißt das FTTH ganz genau? FTTH ist die neueste Technik, die die Salzburg AG betreibt. Das ist Fiber to the Home, heißt okay. Das. Und da ist wirklich die Glasfaser in der Wohnung des Kunden. Bis ins Schlafzimmer, oder? Bis ins Schlafzimmer. Volle Bandbreite, alles, was das Herz begehrt. Das heißt, wenn ich jetzt einmal da anziehen würde,
dann hat der kein Internet mehr daheim. Ist richtig, ja. Probieren wir es einmal. Lieber nicht. Lieber nicht. Wir wollen ja stabile Versorgungen haben. Also das, was wir jetzt da sehen, betrifft jetzt nicht nur diese Wohnanlage, sondern ist ein Knoten für den zentralen Raum hier, oder? Ja, hier auf diesem Knoten im Marschall sind bereits 80 Kunden aufgeschalten. Und wir sind heute dabei, weitere 30 Kunden aufzuschalten. Also noch Potenzial da quasi? Da ist Potenzial da, ja. Also da kann man beliebig viel aufschalten. Also richtig cool, aber kaltes Beich, drum werde ich mir jetzt ein bisschen aufheizen gehen, glaube ich, im Heizwerk. Ja, das ist auf alle Fälle. Danke dir. Servus. Für das nächste Ziel muss Markus ins Auto. Es geht von St. Johann nach Altenmarkt. Dort versorgt ein Heizkraftwerk die Region. Das will Markus ganz genau sehen. Jetzt wird es hoffentlich gleich wärmer. Das wird es auf jeden Fall, denn das Team rund um Geschäftsführer Günther Seifter hat immer gut eingeheizt. Günther nimmt Markus gleich mit und zeigt ihm das Heizkraftwerk. Heizwerk oder Heizkraftwerk? Wo ist da der Unterschied? Der Unterschied ist, dass an diesem Standort ein Heizkraftwerk installiert ist und das bedeutet nichts anderes, als dass neben Wärme auch Ökostrom produziert wird. Wie viele Haushalte versorgt Sie jetzt in Altenmarkt? In Altenmarkt haben wir ca. 275 Kundenanlagen, die mit Fernwärme versorgt werden, mit einem Netz, das von da aus gespeist wird. Und dabei gibt es auch noch zwei Großkunden, das ist die Firma Atomic und die Therme-RMAD. Die braucht man natürlich dringend als Ergänzung. Und eben Ökostrom. Da gibt es ein Kraftwerk, das ist angeschlossen hinten bei uns am Standort und das passt gut dazu. Warum kommt jetzt hinten raus Ökoenergie? Warum ist es so bei euch? Ja, das ist so, weil da umweltfreundliche Wärme aus Biomasse erzeugt wird. Das heißt, unbehandelte Biomasse, das sind Hackschnitzel, Rindenanteile, die einfach aus dem Wald kommen, werden dort zerkleinert. Und diese gespeicherte Sonnenenergie, die im Baum drinnen ist und CO2 ursprünglich aufgenommen haben, werden da wieder verbrannt. Und somit ist die CO2-Bilanz null und es kommt nur Öko hinten raus. Also Daumen hoch, oder? Daumen hoch. Wunderbar. Schauen wir weiter. Bei der nächsten Station wird es besonders heiß. Denn jetzt geht's rein in den Ofen. Allerdings nur für Reinigungsarbeiten. Wie viel Grad hat es da drinnen? Ja, da hat es schon an die 1000 Grad, also ziemlich warm. Also Pizzabackofen ist ein nichts dagegen, oder? Das ist nichts dagegen, das ging halt in 10 Sekunden. Die schnellste Pizza Salzburg. Ja, Express sozusagen. Da bekommt Markus gleich Hunger. Aber davor geht's noch ab ins Hackschnitzellager. Und da braucht man schon ordentlich großes Gerät. Servus Rupert. Hey. Hallo. Grüß dich. Servus. Grüß dich. Ein Hackschnitzelgebirge da bei dir. Von welcher Qualität sprechen wir da? Das ist ein G30, das heißt mit der Größe von kleiner als 30 mm. Okay. Und die Besonderheit von dem Hackgurt, das ist getrocknet, ist zwischen 20% und 30% Wassergehalt. Ist aber jetzt nicht für das Heizkraftwerk direkt gedacht, sondern eher für den Direktvertrieb, oder? Das ist Hackgut für Verkauf an Hausanlagen, also sprich Hotels, Gastronomiebetriebe, Jugendheime, was eine Hackschnitzelheizung zu Hause haben. Und für das haben wir das jahresdurchgängig zur Verfügung. Das heißt, einfach herkommen, einpacken und wieder fahren? Genau. Wir haben auch die Möglichkeit, dass man PKW-Anhänger zum Abkippen oder zum Abschieben sich bei uns ausleihen kann. Auch für einen Traktor einen Abschiebeanhänger bei uns ausleihen kann, um das nach Hause zu transportieren. Dann wünsche ich gute Geschäfte, würde ich mal sagen. Danke. Servus. Fertig.
Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann würde es uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert oder weitere spannende Geschichten der Salzburger anschaut.